Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Night of the Dead hier auf Dalbert TV. So, die Welle hat begonnen, Tag 35. Wir erwarten keinen Riesen. Wir haben noch ein paar Minuten, bis sie kommen. Deswegen an der Stelle jetzt natürlich erstmal, ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Tag gehabt und habt vielleicht auch noch einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das hier seht. Ich werde um diese Zeit, wo das Video ausgestrahlt wird, an einem Familientisch sitzen mit ganz, ganz vielen Familienmitgliedern und werde ein sehr leckeres Essen genießen. Und werde vermutlich nicht an euch denken, weil ich mit anderen Dingen beschäftigt bin. Ja, ich wünsche euch einen sehr besinnlichen Weihnachtstag heute, beziehungsweise Heiligen Abend. Und vielleicht auch schon vorweg schöne Weihnachtstage, die hier im Anschluss folgen. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben ein bisschen was umgebaut. Wir haben hier unten ein paar mehr Fallen wieder integriert. Ich habe hier oben dieses Ding hingesetzt. Und was eigentlich so die erste Entscheidung war für eine Veränderung, sind die Schredder. Ich muss mich mal kurz zurückziehen. Sinn des Ganzen ist, dass die Zombies unten durchlaufen. Und das klappt einwandfrei sogar. Das heißt also, sie kriegen von den Schreddern direkt nochmal einen auf den Nuss und werden hier nochmal geblockt. Und ich kann mich jetzt, solange nicht viel los ist, hier oben auf den Schalter draufstellen und kann einfach dafür sorgen, dass die Plasmaschocker ein bisschen Saft haben. Bis so eine Semi-Lösung kam in den Kommentaren, finde ich persönlich sehr, sehr gut. Dementsprechend dürfte der Plasma-Schocker jetzt eigentlich durchgehend auslösen da unten. Solange ich hier drauf stehe. So, das sieht doch so aus, als würde es funktionieren. Die ersten kommen hoch. Ja, dann haben wir hier hinten noch ein paar mehr von den Sprungbrettern installiert. Das heißt, die Chance, dass die Jungs bis zu mir durchkommen, ist jetzt erstmal noch mal ein Stück geringer. Schauen wir mal, wie der Staueffekt funktioniert da unten. Sieht gut aus. Und ich habe noch einen Fleischsack installiert, der mitten auf den Schaltern steht. In der Hoffnung, dass sich die Jungs da halt auch nochmal ordentlich aufstauen. Also an und für sich scheint der ganze Aufbau so zu funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Plasma-Schocker läuft. Das funktioniert. Wichtig bei der Story hier vorne. Jetzt, ich muss mir unbedingt hier noch einen anderen Weg bauen, dass ich da irgendwie hinkomme. Sollte mal das Schild in die Hand nehmen. Wenn ich hier stehe, kann ich die Jungs auch einfach wegschieben. Das ist praktisch. Huch, wo bist denn du jetzt hergekommen? Bist du dich hier irgendwie vorbeigeschlichen und ich habe es nicht gemerkt? Oder bist du jetzt irgendwo durchgeglitscht? Okay, also die zwei Sprungbretter helfen auf jeden Fall schon mal enorm, dass das hier ein bisschen besser funktioniert, das ganze Spiel. Sollte nicht in den Plasma-Schocker laufen. Auch noch eine Erkenntnis. Mal noch ein bisschen Fleisch. Komme ich hier irgendwie drauf? Okay, keine Chance. Weinschelle löst irgendwie nicht so richtig aus. Okay, wir wagen uns jetzt mal weiter vor. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, ohne weggeschleudert zu werden. Es war so klar, aber ist egal, hier ist ja jetzt gerade nicht so viel los. Gucken wir uns den Spaß jetzt mal von unten an. Ich muss mir irgendwie noch eine Location suchen, von der aus ich hier vernünftig rein... Ach, von hier. Ja, also sie laufen hier tatsächlich komplett unterm Schredder durch. Das heißt, die müssen auch auf jeden Fall nochmal Strom bekommen. Und ich habe die Hoffnung, dass die Riesen einfach drumherum laufen können und dementsprechend die Wegfindung nicht weg ist. Wenn das tatsächlich so funktioniert, da kommen ja schon wieder ganz neue Möglichkeiten. Dann kann ich nämlich einfach das Ganze noch ein bisschen höher bauen und die ganze Treppe mit den Schreddern zupflastern von unten nach oben. Bis auf das erste und das letzte Stück. So, dass die Zombies da dann halt auch nochmal ordentlich aufgehalten werden. Ich stelle mich jetzt mal hier hin. Mal gucken, ob man von hier was sehen kann. Vernünftig. Da fliegen noch die Balken. Müsste mir hier irgendwo noch eine Türwand oder sowas reinbauen. Okay, Plasma-Schocker löst gerade halt nicht aus. Ist nichts da, ne? Zeitpunkt für mich zu verschwinden. Und mich einmal um die Balkenwerfer zu kümmern. Wo hockt ihr denn da unten? Nachladen. Ein Schuss reicht und er rennt rein. Das ist ja schon mal gut. Und da noch einer.
den ich so nicht kriege, aber von hier müsste ich ihn kriegen. Ey, die hocken immer an so blöden Stellen. Dann muss ich doch noch mal hier hin. Ne, durch die Leiter durch kriege ich ihn nicht, ne? Oh, aber schon gereicht. Perfekt, jetzt rennt er rein. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir haben ja schon fast wieder ein Level der Entspannung erreicht, würde ich behaupten. Der glitscht da noch ein bisschen fest. Ich müsste die Dinger mal nachladen. Also die muss ich auf jeden Fall auch werten hier, die Jungs. Die erfüllen auf jeden Fall ihren Zweck genauso, wie sie es sollen. Das finde ich gut. Bin ich jetzt per Zufall drauf gestoßen. Irgendjemand hatte in die Kommis reingeschrieben, ich soll die hier im Zickzack-Form hinstellen. Ja, das funktioniert halt nicht, weil dann kommen die Riesen nicht durch. Das können wir nicht machen. Ziel ist ja, dass die Wegfindung der Riesen nicht unterbrochen wird. Dementsprechend habe ich jetzt einfach mal versuchshalber, weil die ja hier eigentlich immer den kürzesten Weg nehmen. Habe ich das Ding hier hingestellt, in der Hoffnung, dass sie hier gegenrennen und dann hier rum. Aber Ende vom Lied war, die sind nicht hier gegengerannt, sondern einfach drunter durch und haben ordentlich einen auf die Mütze bekommen. Das heißt, wenn ich die Treppe hier noch verlängern würde, könnte ich theoretisch noch viel, viel mehr von den Dingern hier hinbauen, sodass die da quasi ordentlich einen auf den Nuss kriegen, während sie da durchlaufen. Muss ich hier noch was reparieren? Ja, jetzt ist ruhig. Wo sind sie denn alle? Eigentlich wollte ich Heiligabend ein bisschen mehr Spannung bieten, aber irgendwie scheint das hier zu gut zu funktionieren. Da kommen ein paar. Wir können ja mal ein bisschen mit dem Scope arbeiten. Ja, die dürften einfach reinrennen. Von der Seite kommt noch ein ganzer Schwung. Da ist einer durch. Ich stelle mich jetzt erstmal hier in die Ecke. Mal gucken, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. So, aber sie rennen einfach da durch. Die bleiben auch einfach da drinnen hängen. Langsam mal hier weg. Da hatte auch jemand geschrieben, ich suche ja die Konfrontation. Ist richtig, natürlich suche ich die. Wäre nicht die ganze Zeit nur hier drum rumstehen und nichts tun. Das wäre ja irgendwie öde. Dementsprechend gucke ich schon, dass ich mich da so ein bisschen mit ins Getümmel stürze. So, jetzt müsste genug wieder da unten drin sein, dass die Plasmaschocker auslösen. So, und die machen es genauso, wie sie sollen. Die stehen die ganze Zeit hier oben auf dem Schalter drauf und unterstützen dadurch im Prinzip nochmal den Plasma-Schocker. Und tschüss. Okay, ich glaube, da hat der Plasma-Schocker doch schon für ein Ende gesorgt. Der ist auch schon erledigt. Okay, also den Schalter muss ich nochmal umpositionieren. Der hat da eine blöde Position. Bringt nicht so viel. Überlegen, ob ich da vorne noch mal eine Säule hinsetze. Hier an die Ecke. Wobei das auch wieder die Wegführung blockieren wird, ne?
Okay, also das einzige Problem in Anführungszeichen, was aktuell da ist, wenn es halt nur noch eine Handvoll Zombies sind, löst der Plasmaschocker unten nicht aus. Das kann ich aber noch ein bisschen beeinflussen, indem ich mich jetzt hier oben auf den Schalter drauf stelle. Funktioniert das. Was manchmal so ein, zwei kleine Veränderungen ausmachen können, das ist wirklich phänomenal. Dann stelle ich mal noch mal drauf. Ah, da kommt noch was. Das kann noch nicht alles gewesen sein. Jetzt kommen sie. Aber es sind einfach nicht genug, dass der Plasmaschocker die ganze Zeit auslöst. Und auch mit dieser Treppenstautechnik, die ich da gemacht habe, da kann ich ja keine Druckschalter zwischenbauen. Dementsprechend wird das da auch nicht helfen. Okay, die Schweren werden nicht weit genug nach hinten geschoben, das ist das Problem. So, jetzt stauen sie sich da unten wirklich auf. Jetzt stelle ich mich mal nochmal auf die Platte drauf. Die scheinen hier oben auch nicht mehr den wirklichen Damage abzubekommen. Dafür ist es zu hoch. Eine weitere Idee, die ich noch hätte, man könnte einfach einen Kanal bauen. Komplett mit Plasmaschockern. Braucht man natürlich ein paar mehr, ne, dass man dann einfach hingeht und sagt, okay, wir bauen hier einen Kanal, machen den 5 Felder lang, dass wir da die fünf Buschschalter einbauen und rechts und links einfach eine Wand und Plasmaschocker komplett dran. Und zwar nicht nur einen, sondern pro Seite mindestens 2 Stück, sodass da direkt 4 Plasmaschocker drin sind. Und ich denke, wenn die 5 Schalter auf einer Länge haben, wo die rüberlaufen müssen, sollte es eigentlich immer zum Auslösen der Push-Schalter kommen, beziehungsweise der Plasmaschocker. Und damit kann man hier, denke ich mal, auch einiges erreichen. Und die Riesen laufen da halt auch durch. Ist ja schön, dass die zwischendurch immer mal wieder auf die Sprungplatten drauf bin. Das war knapp. Tschüss. Da stützen wir noch mal. Der wird hier in keinster Weise von dem Plasmaschocker getroffen, leider. Ja, aber ich sag mal so, wenn ich jetzt die ganze Nacht hier auf dem Schalter stehe, ich meine, es ist eine schöne Lösung, nochmal zusätzlich, aber wenn ich die ganze Nacht hier drauf stehe, dann kann ich auch einfach einen normalen Schalter einbauen.
dann hat das Ganze mit den Push-Schaltern keinen Wert. Also zum jetzigen Zeitpunkt tendiere ich tatsächlich dazu, aber das wird sich dann in der morgigen Folge nochmal genau zeigen, wie das Ganze hilft der Granaten, jo, wie das Ganze dann final laufen wird, dass ich hier unten einfach noch mehr Stopper reinbaue anstatt der Push-Schalter und die Plasmaschocker einfach mit einem normalen Schalter an- und ausmache zu Beginn der Horde und fertig. Das ist jetzt so das Einzige, was mir einfällt, was wirklich einwandfrei funktionieren würde. Wie gesagt, es sei denn, ich würde darauf verzichten, dass die Wiesen eine Wegführung haben. Dann kann es einem auch egal sein. Dann können wir auch einfach den Schredderaufbau machen, wie ich ihn an der Polizeistation hatte. Und dann einfach eine Blockade machen und vor den Schreddern quasi die ganzen Push-Schalter installieren und dann wird der Plasmaschocker auch gut laufen. Aber wie gesagt, für mich war, dass die riesen Durchlaufweg haben, den haben wir hiermit jetzt dargestellt, aber mit so einer Schredderblockade oder den anderen Pfeilen, die es so gibt, kriegt man das leider nicht hin. So, Fleischstack hier ist hin. Jetzt mal kurz hier raus. Ah, da steht noch. Der gibt nicht auf, ne? Jetzt. So, ich glaube, dann haben wir's. Hier ist noch ein Vögelchen. Ja, das war ja erstaunlich gut. Die Schredder hier machen nochmal ein bisschen Damage. Wenn ich die aufgewertet habe, werden die nochmal eine Portion mehr Damage machen. Und ich musste nicht ständig nachladen, dann sind die auch effektiver. Hier ist einiges draufgegangen. Das war dann der Plasmaschocker hier drunter. Genau wie hier. Und ab hier sind sie wieder nicht in Plasmaschocker-Reichweite. Hier vorne dann schon. Ja gut, und hier werden sie einfach nur weggeschleudert. Nur ja, das hat doch super funktioniert. Perfekt. Gut, also wie gesagt, vom Grundaufbau her würde ich es jetzt erstmal so lassen. Gucke mal, was in dem Livestream für Vorschläge gekommen sind. Das ist ja jetzt am Donnerstag gewesen. Und dann werdet ihr in der morgigen Folge hier sehen, wie wir das Ganze dann final abgeändert haben, dass es hoffentlich funktioniert. Und wenn nicht, dann werden da vorne diese Und-Ohr-Schalter ausgetauscht gegen normale Schalter und die Plasmaschocker laufen einfach die ganze Nacht. In diesem Sinne, ich wünsche euch schöne, schöne Weihnachtstage für die, die es bei Release gucken. Natürlich noch einen besinnlichen heiligen Abend und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!